Hey, ich bin Schau, also herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt die Vollversion von Last Days of Lazarus. Wir haben die Demo vor ungefähr 7 oder 8 Monaten gespielt. Es war noch letztes Jahr irgendwann, ich weiß gar nicht genau. Und ja, es ist ein Spiel von den Entwicklern von Grey Dawn. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war thematisch so, also grafisch so in dem christlich-orthodoxen Ostbereich so. Ich weiß nicht genau, wo die Entwickler herkommen, ich vergesse es immer, aber ich glaube, halt da, wo man christlich-orthodox ist, so die Richtung. Und es ist auf jeden Fall sehr witzig, aber gleichzeitig erinnert es dann auch wieder irgendwie an Silent Hill so ein bisschen. Also durchaus ziemlich krasse Horrorelemente, denke ich, werden wir da sehen. Und ich bin schon mal sehr erfreut, dass unser Protagonist hier mittlerweile keine Glatze mehr hat. Ich weiß nicht, wie es mit dem Oberlippenbärtchen stand. Ich glaube, er hatte auch einen, aber eine Brille hat er nicht gehabt. Aber naja, Oberlippenbärtchen ist ja jetzt wieder in so 80er Jahre. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Leider alles nur auf Englisch, aber I'll do my very best. Wenn wir uns in dem Zustand befinden, dass nichts in dieser Welt uns glücklich machen kann, ist das meiste, weil das ist scheiße. Siehst du? Mal sehen. Lazarus? Yes. Who is Rumänien. Ludmilla, listen, you have to come home. Ludmilla, what happened? It's Mom, she's dead. What? What the hell are you talking about? She hanged herself. God damn it. Are you telling me the truth? You think I lie about such a thing? She's dead as Lazarus. She's hanging by a rope in the closet. Oh my God. I'm so scared. It's dark and raining and I'm all by myself. What do I do? What do you do? Why the hell did you call me in the first place? Call the damn police or an ambulance. Please tell me you'll come home. I can't come home right now. What? What the hell do you mean? You have to come home. Our mother is dead and you just... Listen, I can't. Not now. I have a job and it's not the sort of thing I can walk away from. The hell is with your job? You left me and Mom just as Father did. You're a selfish bastard. Listen. If I could, I would come right away, but I really can't. I'll be home by Christmas, okay? No, it's not okay at all. You have to come at once. I can't wait that long. I'm all by myself here. Why can't you understand? I'm sorry. Christ. Are you there? Lazarus? No. No! What do I do? You bastard. Rumänien. Ich glaube, da kommen auch die Entwickler her und ja, ihr habt den Style schon gesehen. Ist ziemlich interessant, weil es für mich jetzt zumindest was anderes ist. Martha's Apartment. I didn't miss it. Happy New Year 2000. Why the hell didn't I just come to the funeral? That last job was a mess. And now I need to lay low for a while. I hope at least my sister will forgive me. I should have brought some flowers. She must be expecting me. Aside from going to work, she never leaves the apartment. Ludmilla, I'm home. Hallo. Ja, ist wieder so richtig schön Ostblock-Style hier, ne? Post-Sowjet-Style, glaube ich. Es erinnert mich zumindest daran. Und es ist Weihnachten. Hey. Und es ist alles schön bunt und so. Also, nochmal kurz Zusammenfassung. Unsere Mutter ist gestorben. Unsere Schwester hat uns panisch angerufen, weil unsere Mutter sich im Kleiderschrank erhängt hat. Wir sind nach Hause gekommen. Wir konnten aber nicht, weil wir einen wichtigen, sehr, sehr wichtigen Job zu tun haben. Und jetzt sind wir dann doch ein bisschen später nach Hause gekommen. Moms Funeral, 26. November. Und ja, sind jetzt hier und suchen unsere Schwester, die normalerweise nur zum Arbeiten das Haus verlässt. Und müssen jetzt herausfinden, was hier so vor sich geht. Also, wir haben das schon mal gespielt. Die Demo. This is the place where my mother took her life. Und der Anfang war auch genauso. Also im Prinzip starten wir so wie in der Demo. Allerdings ist mir jetzt schon direkt aufgefallen, dass der Synchronsprecher ein anderer ist. Und nicht mehr so hart klingt wie vorher. Also er war schon sehr, sehr hart. Sehr, so Bruce Willis-Style, ne? Der Alte. Und der ist jetzt so ein bisschen weicher. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay. Hier haben wir einen Brief. Mein liebster Bruder, wie du sehen kannst, bin ich nicht zu Hause.
Ich habe gelernt, diesen Ort zu hassen seit dieser schrecklichen Nacht. Ich bin auf dem Friedhof und mache eine Kerze an Mutters Grab an. Ich hoffe, ich werde den Bus kriegen noch vor 9 Uhr abends. Falls nicht, mach dir keine Sorgen. Ich bin jetzt erwachsen. Ich kann auf mich selber aufpassen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gerne in den Zug einsteigen will und weit, weit wegfahren will. Wer weiß, vielleicht kaufe ich mir heute Nacht ein Ticket. Mach dir keine Sorgen über mich. Mach dir keine Sorgen um mich. Bin das Risiko eingegangen, die Eingangstür aufstehen zu lassen für dich. Naja, also unverschlossen zu lassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Deine Schwester Ludmilla. Alles klar. More to know. More to know. Also, wir müssen hier... Ja, es wird nur so ganz klein, verändert sich das. Doch, wird zum größeren Kreis. So, schauen wir uns erstmal in der Wohnung um. Strange. Seltsam. Was ist seltsam? Prayer for deliverance from evil. Also Gebete, um das Böse abzuwehren. Was ist da oben los? Warum wird so gepoltert? Ich mag einfach diese Details hier. Und alles ist so kitschig. Das ist ja eigentlich das Coole an diesem Orthodoxen. Es ist alles einfach so einfach so zu viel. Und einfach viel. The role of the church in modern culture. Die Rolle der Kirche in der modernen Kultur. Warum? Hier ist so ein Poster, keine Ahnung. Also, ich weiß noch, die Mutter war sehr gläubig. Sehr gläubig war die Mutter. Huch! Das wollte ich nicht. Was habe ich getan? The measure has also put an end to the protests organized by the opposition, who are still outraged by another decision by the president, closing the borders. As you may know, the decision was taken earlier this month, and as a consequence, no one can leave the country without given permission. Okay, also der Präsident hat wohl die Grenzen geschlossen und keiner darf das Land verlassen, und ich glaube, denen geht's hier generell ziemlich beschissen. Oh, das ist... Komme ich da raus? Guckt euch mal den Schneesturm an und die Autos. Das fand ich schon in der Demo so schön. Das ist wirklich schön. Und die Opposition scheint sich zu organisieren gegen den Präsidenten. Ich glaube nicht, dass das reell ist. Real alles. My mother always said she'd like to die listening to the ticking of this clock. But in the end, she hanged herself in the storage closet. Meine Mutter sagte, sie würde gerne sterben, während sie das Ticken dieser Uhr hört, aber am Ende hat sie sich dann doch im Wandschrank erhängt. Okay. Ich finde das total irre, dass man hier die Geräusche auch in den Nachbarnzimmern hört. Das ist schon ein bisschen creepy. Gibt es hier irgendwas drin? Ich kann Schränke aufmachen. Türen zu, Schränke auf. Often called a dictator, the new president has won the people's vote of confidence. Okay. Oh, eine Kamera. Genau. Was konnten wir damit machen mit der Yashica 44? Erstmal nehmen, ne? C um die Collectibles. Ach, es ist eine Collectible. Ein Sammelstück. Okay, das sollten wir auch lesen, weil da gibt es immer Informationen über die Sammelstücke. Das weiß ich noch. Also Documents. Da gibt es nur 4 hier. Oh, Chapter 1. Okay, Items. Keine Gegenstände, Sammelstücke. Ich erinnere mich an dieses alte Teil. Die Kamera erinnert mich an die ersten Schläge, die ich von Dad bekommen habe. Ich war ungefähr 14 Jahre alt. Ein entfernter Verwandter hat uns an Weihnachten besucht und hat dieses Ding als Geschenk mitgebracht. Selbst heute ist es vielleicht nicht viel wert. Aber es war damals, in den alten Tagen, eine ziemlich teure Kamera. Dieses Ding braucht eine Filmrolle. Oder eine Filmkassette. Und wir hatten nur eine. Dad hat es schnell benutzt, um einige Bilder von uns aufzunehmen. Wie auch immer, ich kann mich daran erinnern, dass er nicht davon beeindruckt war und hat sie weggeworfen. Er sagte, dass wir vielleicht nicht besser keine Erinnerungen unserer Familie behalten,
weil es gibt nichts Besonderes über uns. Ich habe niemals verstanden, wie er das meinte, aber ich habe oft die Kamera genommen und habe so getan, als ob ich Bilder von Mom und Dad mache und sogar von Ludmilla, die nur ein Kleinkind zu der Zeit war. Einmal habe ich Dad überrascht, als er von der Arbeit nach Hause kam und habe so getan, als ob ich ein Bild von ihm gemacht hätte. Er hat mich quasi angemacht und hat mich geschlagen und hat die Kamera aus dem Fenster geworfen. Er hat angefangen zu wiederholen, dass unsere Familie es nicht verdient, dass die Erinnerungen aufbewahrt werden, weil wir einfach nur wertloser Abschaum sind. Dass wir, ja, Ratchets sind und voller Sünde. Ich habe niemals seine Wut verstanden, aber ich vergebe ihm. Ich habe nach der Kamera in der Nacht gesucht und habe sie gefunden. Ich habe es versucht, sie wieder zusammenzubauen, aber keine Chance. Ein paar Tage später hat Dad uns verlassen. Okay. Schön. Ja, nicht schön. Eher doof. Aber schön, dass wir das gelesen haben. So, oh Gott. Die Maus ist so schnell. Ich versuche mal ein bisschen. Kann ich ein bisschen langsamer machen? Und mal Options, Brightness, Graphics, Display, Gameplay vielleicht. Field of View, Headbobbing, Camera, Speed. Mal so ein bisschen auf 50 machen. Ja, so ist, glaube ich, besser, ne? Okay, alles klar. I'm at the cemetery. I'll be home soon, Ludmilla. Okay, bin am Friedhof. Bin bald wieder zu Hause, Ludmilla. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür? Was ist mir hier? Ein weiterer Brief. Hurra. Mein liebes Kind. Selbst wenn eure Erinnerungen an euren Vater eher vage sind, hoffe ich, dass euch erinnert, wie liebevoll er war. Tust du doch, oder? Ein sanfter Mann. Immer bereit, sein Leben für uns alle aufzugeben. Lazarus, mein liebster Sohn, ich verstehe deine Frustration und deinen Abstand, den du zwischen uns hältst. Aber glaube mir, es ist nicht einfach. Es ist auch für uns nicht einfach. Deine Schwester und ich sind alleine sind alleine gegen eine Welt, die uns nicht mit guten Augen anschaut. Die Leute, ja, sind am Lästern. Ich will, dass du nach Hause kommst. Lass uns drei wieder zusammen sein. Du, ich und Ludmilla. Wir könnten uns aufmachen und Wladimir suchen. Lass uns euren Vater dazu überreden, nach Hause zu kommen. Oh, wie ich wünschte, dass ich das könnte. Unsere Liebe war, ja, endlos. Einige würde sagen, vielleicht sogar besessen. Lazarus, sei nicht wie dein Vater. Verlass uns nicht und lass uns nicht alleine. Komm nach Hause. Gott schütze dich, Mom. Okay. Also Mom wollte, dass wir uns wieder... Dieses religiöse Bild macht, dass ich mich unwohl fühle. Also Mom wollte hier alles wieder vereinen. Oh! Ich sollte eine neue Glühbirne suchen. Okay, was haben wir hier noch? Oh, Medikamente, Medizin. Quite a lot of pills. Mom had a disturbing addiction to painkillers. Ludmilla should have thrown them away. Das sind eine Menge Pillen. Mama hatte eine, ja, verstörende Sucht nach Schmerzmitteln. Ludmilla hätte sie wegwerfen sollen. Und Cola und Kaffee. Perfekte Mischung. So, was haben wir hier noch? Eine alte Schreibmaschine. This was my father's typewriter. After he left us, our mother started writing weird religious poems and giving them to the neighbors. Made us look like a family of fanatics. Okay, das war die Schreibmaschine meines Vaters. Als er weg war, hat sie angefangen, verrückte, ja, religiöse Gedichte darauf zu schreiben und sie an die Nachbarn zu verteilen. Und es sah so, als ob wir Fanatiker wären. So, das ist wahrscheinlich die Familie. Das sind vielleicht wir, das ist Mom. Ludmilla ist eins der Kinder. Keine Ahnung. Boah, jetzt mal Ruhe da oben. Ist ja schrecklich. Können wir was mit dem Weihnachtsbaum machen? Okay, was haben wir? Hier ist noch eine Kiste. Oh. Okay, was ist da drin? Gar nichts. Ich meine, irgendwas hätte man an dieser Kiste machen müssen, damit es weitergeht. Aber na gut. Schauen wir mal weiter.
Tür geht nicht auf. Okay, wir können noch raus. Können wir hier irgendwas machen? Ah, eine Glühbirne. Sehr gut. Sehr gut. Ah, stimmt. So war das doch. Sonst noch irgendwas? Fabrica de Electro Casnice Mobilitia. So, wie use ich die jetzt? Ach, einfach so. Sie. Ah, ein Schlüssel. Ein Schlüssel für den Flur. Dann kommen wir wahrscheinlich hier rein. Okay, saving. Hast den Flurschlüssel benutzt. Weiter geht's. Noch ein Weihnachtsbaum. Ein Klavier, ein Klavier. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Brief. Vater Abraham hat mir gesagt, dass ich in Gott glauben soll. Nee, Quatsch. Dass mein Glaube in Gott ein ungesundes Level erreicht hat. Dass ich vielleicht die Seile durchtrennen soll mit der Vergangenheit und alles vergessen soll. Und meinen geliebten Wladimir vergessen soll. Dass ich hören sollte zu leiden. Was? That I should stop stuffing. Achso, dass ich aufhören sollte, die Wände meines Hauses mit Gemälden von Heiligen voll zu stopfen. Und aufhören sollte, ja, Inzens zweimal am Tag zu verbrennen. Ich denke mal, so eine Art, keine Ahnung was. Welche Art von teuflischen Ratschlag ist das denn? Welche Art von Priester glaubt, denkt so auf die Art und Weise? Dieser Mann ist ein Apostat. Keine Ahnung. Anathema. Ich werde niemals wieder einen Fuß in diese verfluchte Kirche setzen. Niemals. Ich werde dieses Haus zu einer echten Monasterie machen. Ich denke mal so eine Art Kirche. Wahrscheinlich habt ihr mir das auch schon unter das Video von der Demo geschrieben, aber ich bin einfach so vergesslich. Es wird der perfekte Ort sein, um Gott zu dienen. Zur Hölle damit. Selbst Ludmilla hat angefangen, sich in letzter Zeit schlecht zu benehmen. Sie bedeckt nichtmals mehr ihren Kopf, wenn sie das Haus verlässt. Was ein schamvolles Kind. Oder ein beschämendes Kind. Und nun ist sie in Cahoots mit Faber Abraham. Ja, steckt sie unter einer Decke wahrscheinlich mit Faber Abraham. Er hat den Verstand meiner Tochter verdreht und hat sie dazu gedrängt, mich in die Klinik zu bringen, oder ja, ins Krankenhaus zu bringen, für einen psychiatrischen Check-up. Dieser verdammte Idiot. Sie hat keine Idee, wie viele Opfer ich für das Gute in dieser Familie gebracht habe. Oh, Wladimir, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich will, dass du nach Hause kommst. Das ist wohl Wladimir. Ach nee, das sind wir. Wir früher. My little sister, Ludmilla. Und das ist Ludmilla. Ludmilla. Sieht aus wie die kleine Mascha. So, hier ist eine Matruschka. Oh, the only photo of Mom and Dad together. Da ist ein bisschen Schimmel an der Wand, oder? Sieht ein bisschen ungesund aus. Was haben wir hier Schönes? Telefon. Ah, da sind wir ja. Also wir sehen definitiv anders aus. Das sind wir wahrscheinlich. Als in der Demo noch. Kirchengesänge wahrscheinlich. Okay, ich glaube, das reicht. Nicht, dass Google YouTube hier wieder Probleme macht. Okay, das sieht nicht wirklich gesund aus. Sagt er was zu? Warum steht der Eimer da? Okay, die gehen wir gleich. Ach du Scheiße. Was zum Teufel ist denn hier passiert? Oh! Katze! You look a little rough, old boy. I hate to break this to you, but you fit perfectly in this old decrepit place. Ja. Du Gute. Yeah, that's enough.
Schon gut. Okay. How on earth can you eat this thing? It looks like it stood here for days. The stench is overwhelming. What the hell, Ludmilla? Du kannst das nur essen. Der Gestank ist übel. Es ist schon seit Tagen hier steht. Ja, hello? Bitte? Lazarus, you finally arrived. Yes, a few moments ago. I thought you'd be home. Where are you? I'm beside our mother. Are you still at the cemetery? You should hurry up and catch a bus or else... Don't worry, I can handle it on my own. Listen, I brought you money. Enough to start a new life somewhere else. I want you to know that I am very sorry. There's no need to be sorry. I have forgiven you already, Lazarus. We all make mistakes from time to time. I have my own sins. Oh, thank you. Listen, you should hurry up. It's cold and dark already. By the way, where are you calling from? Ludmilla? Are you still there? Hello? Der Fuck? Da glänzt doch was. Okay, Ludmilla hat, können wir jetzt hier rein? Ludmilla hat uns vom Friedhof nochmal angerufen. Und wollte sagen, dass sie bei Mutter ist. Und sie froh ist, dass wir da sind. Wir haben ihr Geld mitgebracht, haben wir gesagt, damit sie irgendwo ein neues Leben anfangen kann. Aber das will sie nicht. Sie sagt, sie hat ihre eigenen Sünden, mit denen sie klarkommen muss. Nun gut. So liebevoll gemacht. Mit dem Kuli und der Karte. Zucker. Das eingemachte Zeug hier, die eingemachten Gurken, ne? Wunderbar. My sister seems to be lazier than me. Meine Schwester ist fauler als ich. Okay, hier ist noch was. Eimer, okay. Und noch ein Brief. Seltsam, nicht wahr? Heutzutage sieht so aus, dass selbst die einfachsten Dinge einfacher zu verstehen sind, wenn sie aufgeschrieben werden, nicht wenn sie gesprochen werden. Ich erinnere mich an jedes Weihnachten, dass du Mom und mich besucht hast. Wie du teure Geschenke mitbringst. Geld, Klamotten, Schmuck. Wir haben alles verkauft. Einiges davon haben wir ja zur Wohltätigkeit gegeben. Wir brauchten gar nichts davon. Manchmal sitze ich hier und denke, wo kommst du all dieses ganze Zeug her? Teure, antike Objekte. Wir kümmern uns sehr wenig um Geld. Oder wir machen uns keine Gedanken um Geld. Wir wollen einfach nur jemanden in der Nähe haben. Eine paternal Figur. Also eine väterliche Figur. Paternal, oder eine familiäre Figur vielleicht. Jemand, mit dem man reden kann. Jemand, auf dessen Schulter wir uns, oder an dessen Schulter wir uns ausrollen können. Und trotzdem dachtest du, du könntest diese Wünsche damit erfüllen, indem du uns, indem du immer wieder mit Geld auftauchst. Du hast nichts verstanden. Du warst genauso wie unser Vater. Ach, Ludmilla. Noch mehr Zucker. Ich suche noch das Milchmädchen. Ne, diese süße Milch, diese dicke, zähflüssige Milch, die man in den Tee oder in den Kaffee tut. Ah, haben wir hier nicht. Was ist das? Noch mehr Gebete. Da. Christine Orthodox. Irgendwas Orthodoxes. Okay. So. Dann gucken wir mal. Hier war nämlich noch... Hier glänzt was. It's locked. Abgeschlossen. I see a dim light coming from inside. Abgeschlossen, aber ich sehe, dass ein Licht da drin ist. Okay. Da kann man nicht rein. Was? Was ist das? What the hell was that?
ist jetzt auf? Was zum Teufel war das? Keine Geige im Wohnzimmer, bitte. Draußen gucken. Ist immer noch zu. Warte mal, das sah auch gerade anders aus. There are cracks on this wall, and a foul stench is coming from behind. Risse in der Wand und ein ekelhafter Gestank kommt von der anderen Seite. This is madness. She even locked the bathroom door. Das ist der Wahnsinn, sie hat sogar die Badezimmertür abgeschlossen. What the hell is this thing? Das Mittagessen. Als sie da rauskam. Am I losing my mind? What the devil was that? I should call the police right away. Ja, die Polizei anrufen. Super Idee, die glauben mir bestimmt. Da ist ein Tentakel in meinem Klo. Mal gucken. Hello, what's your emergency? You need to send someone. There's a creature in my bathroom. A hideous monster. Something like... Sir, please calm down and try to speak louder. I can't speak louder. The thing is right next to me, just behind the door. There's a horrible thing there. The earthquake must have caused it to come out. It's sticking out of the toilet. And there's black stuff smeared on the walls. Please send someone. Okay, I'm going to ask you to calm down and back away from the door. Try to arm yourself with a knife if possible. Are you kidding? It's a bloody monster. How would a knife help me? Damn you. Just send someone. Oh God, it's happening again. Please calm down. You are not the only emergency. There are reports from all over the city about abnormal activities and strange occurrences. You are not our first priority. No, no. Damn you. Okay, nice. Ich glaube, jetzt kann ich hier dran. Ich muss einen Schlüssel finden dafür vielleicht. Oh, Katze ist weg. Also der Polizist will uns nicht helfen. Er sagt, es gibt ganz viele paranormale Aktivitäten. Und wir sind nicht die höchste Priorität. Help! Help! Wir kommen nicht Somebody raus. Help me open this damn door. Was ist das? Wo kommt das her? No. Mamushka! No! Oh, das Gerucke geht mir. Dieses schreckliche Erdbeben. Oh, oh, hier. Da. Der Schrank ist auf. Was ist? I must be hallucinating. Ich muss mir das einbilden. This is rather disturbing. I'm not staying here any longer. I'm going out to Ludmilla, at the cemetery. And then we'll go straight to a motel. To hell with this damned place. Ich bleibe nicht einen Moment länger. Ich gehe zu Ludmilla, zum Friedhof und dann gehen wir in ein Hotel. Immediately. I drove on the muddy roads towards the Kalima region, where my mother was buried. I was overwhelmed by an unexplainable rush of anxiety, fearing for my sister's safety. Ich fuhr eine matschige Straße lang und plötzlich überkam mich die Angst, dass ich Angst über meine Schwester hatte. Selber Abend, eine Stunde später, Kolima-Region. The decision to close the country's borders has sparked controversy, especially among ordinary people. The fact that only rich citizens with political connections seem to have access to documents that would allow them to leave the country at any time has enraged the public opinion.
For those less fortunate, it seems the only way to obtain the needed papers is through illegal means, for large sums of money paid to unscrupulous profiteers who know the right pockets to grease. Concerns have been expressed by many that such restrictions imposed by the new government are a second. That's the bus that should have brought Ludmilla home. Oh, God. There were burnt corpses inside, unrecognizable. My God, Ludmilla, are you still alive? Okay, also wir sind auf dem Weg zum Friedhof gewesen, das ist wohl der Friedhof. Und da hinten ist der brennende Bus, der eigentlich Ludmilla nach Hause bringen sollte. Und da sind verbrannte Körper drin. Und gerade eben haben sie im Radio gesagt, dass nur Reiche das Land verlassen dürfen. Und die Armen nur die Möglichkeit haben, ja, sich illegal die Reisedokumente zu beschaffen. Was auch immer das bedeutet. Okay, es ist ein bisschen anders hier. Hallo? Ist das der Friedhof? Da hinten leuchtet was, die Kirche wahrscheinlich. Das ist übrigens ein Schiff. Ja, es ist ein Schiff. Ich habe es auch erst nicht erkannt, aber es ist ein Schiff. What on earth happened to this place? Was zum Teufel ist hier passiert? Also ich glaube, man kann jetzt schon sagen, das ist nicht alles real hier. Das sind irgendwelche Erinnerungen, die jetzt zusammen... Was? Zusammen gedengelt werden hier. Lügen. Mutige Männer. Zu lange haben wir unter der Herrschaft von diesem Staat gelitten. Heute hat dieses schreckliche Regime, oder heute wird dieses schreckliche Regime sein Ende finden. Mit der Wahl unseres neuen Präsidenten hat das Volk den Krieg allen Hedeus Phantasms erklärt, die unsere Freiheit überschatten. Die Menschen müssen frei sein. Soldaten, wir kämpfen für Freiheit. Hebt eure Flaggen und marschiert voran. Entwurzelt das alte System und baut eine neue Welt. Nieder mit den Relikten der alten Zeit. Unsere Kinder werden perfekt sein, oder wir werden es gut haben. In ihren Augen werdet ihr wie Götter sein und Götter werdet ihr auch werden. Dieses Opfer muss gemacht werden. Tausende von Menschen werden heute sterben, aber ihre Tode werden nicht umsonst sein. Sterbt heute Nacht und werdet morgen wiedergeboren. Lügen. Also wer auch immer hier die Revolution angezetteln wollte oder angezettelt hat, ist anscheinend ein Lügner. Oh, eine Waffe. Krieg ich die? Filmrollen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Picked up battery. Ach, eine Batterie. Und noch ein Brief. Sehr viel zu lesen. Ich bin gegen meinen Willen hier. Das ist einfach Wahnsinn. Dieser Krieg macht keinen Sinn. Aber ich habe Kinder. Ich habe eine Frau zu Hause. Ich habe Angst um ihre Sicherheit. Welche Art von Freiheit ist es, wenn wir in diesen Wahnsinn gegen unseren Willen gezerrt werden? General Zotov hat uns befohlen, die Kirche der Transfiguration von diesem Erdboden verschwinden zu lassen. Eine kleine Holzkirche. Ich bin heute Morgen mit 4 anderen Soldaten an diesem kleinen felsigen Strand gestrandet. Wir haben sofort die Kirche erkannt. Wir haben erwartet, dass es vielleicht eine Kathedrale eigentlich war mit vielen fanatischen Verehrern drumherum. Aber es ist einfach nur eine hölzerne Kirche. Ohne eine Seele in Sicht. Sie haben uns angelogen. Wir haben nur 3 alte Mönche gefunden. 3 Mönche. Sie haben uns gegrüßt und haben uns was zu essen angeboten. In ihrer traurigen Naivität hatten sie keine Idee, dass wir hierher gesendet wurden, um sie zu töten. Im Namen der neuen Regierung. Arme Leute. Sie wussten nicht,
dass ihre Ideen nicht kompatibel mit dieser wundervollen neuen Welt waren. Eine Welt, die ich gehofft hatte, niemals kommen wird. Wir erhalten ständig Befehle durch das Funkgerät. Die Mönche hören, was wir ihnen gesagt haben. Wir konnten es nicht tun. Wir wurden unmissverständlich, uns wurde unmissverständlich befohlen, sie an Ort und Stelle zu exekutieren. Aber wie können wir diese unschuldigen alten Männer nur töten? Was könnte solch eine Tat rechtfertigen? Wir beten alle zu Gott, der uns über unsere Schultern schaut. Falls irgendjemand diese Nachricht findet, sollte wissen, dass wir, die 5 Soldaten, George, Ion, Miron, Vasil und Vanea, gestorben sind, zusammen mit den 3 Mönchen, weil wir es abgelehnt haben, das Spiel des Teufels zu spielen. Okay. Vorlesesimulator. Was ist das für ein Teil? Looks like a generator that is connected to the tank. It doesn't seem to work. Das ist ein Generator, der irgendwie mit dem Panzer verbunden ist, aber er scheint nicht zu gehen. Okay, das ist wohl die Fahne der Bösen. Der neuen Weltordnung. Da hinten flackert sie da. Ah. First Aid Kit? Nee, was ist das? Ein Radioempfänger. Pistole, Film, Flagge. Hier ist noch ein Zettel. 23. Oktober. General Zotov hat uns verzweifelt Nachrichten mit neuen Befehlen geschickt. Ich habe gefühlt, wie er wütender und wütender wurde. Seine Befehle wurden immer mehr und mehr verrückt. Er hat in jedem Detail beschrieben, was wir den 3 Mönchen antun sollten. Schrecklich. Er hat uns gedroht, dass in 24 Stunden, wenn er nicht die Leichen der Mönche sehen würde, die am Strand liegen, dann würden sie die gesamte Insel wegbomben und die Sniper, also Scharfschützen, werden uns wie Ratten jagen. General Zotov kann sich zur Hölle scheren. Heute Morgen ist der Navaja Cruiser, oder hat der Navaja Cruiser die Küste erreicht. Ich habe voller Schrecken alles beobachtet von unserem Versteck aus. Auf dem Bildschirm. Die Silhouette, die wie ein Geist durch den dicken Nebel gekommen ist. Wir werden sterben. Ich weiß, wir werden sterben. Unsere einzige Chance ist der Panzer. Unten drunter sehe ich in verschmierten Schriftzeichen 23. Oktober. Okay. Dramatic, dramatic. Hier ist ein Tor. Da sind noch mehr Kreuze, da kommen wir aber nicht her. Oh, die brennende Kirche. Oh, noch ein Soldat. Legit war. Das ist tatsächlich Krieg. Und nochmal was. Heute Morgen zum allerersten Mal haben wir die Blitze gesehen durch den dicken Nebel. Es ist irgendwas Unnatürliches daran. Das ist sicher. Ich sehe General Zotov, wie er umherfährt. Und wie er seine Augen in den Himmel richtet. Mit jeder Mission, die wir ausführen, scheinen diese seltsamen Phänomene sich mehr zu intensivieren. Mehr und mehr. Ich kümmere mich nicht drum, was die Wissenschaftler sagen. Für mich sieht es eher aus wie ein Zeichen von Gott. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Großmutter mir gesagt hat, als ich noch ein Kind war, dass sie mir über die Prophezeiung in der Bibel erzählt hat, über die Zeichen, die uns das Ende der Welt zeigen werden. Die Luft um uns herum ist mit dieser Energie gefüllt und es sieht so aus, als ob alles diese Minute wirklich wahr wird. Unten drunter sehe ich verschmierte Zeichen CRBR4. Okay. Kommen wir irgendwie zu dieser Kirche? Ich glaube nicht. Okay. Weißt du, was wir hier machen können? Irgendwas dahinter? Collectibles? Ich bin ja für alles zu haben, ne?
Kleines Gebetshäuschen. Ah, komm mal her. Oh, da steht was hinter. Oh, was ist der? Eine kleine Jesusfigur. Ein Gebet. Okay. Battery. Radio Receiver. Okay. Collectibles. Die Kamera. Und dieses Ding. Nur indem ich das Gebet auf der Rückseite der Ikone lese, überfällt mich ein seltsames Gefühl, oder überfällt mein seltsames Gefühl mein Herz. Hab Gnade mit uns, oh Gott, hab Gnade mit uns. Delivery have a limited bloodthirsty of Cain. Oh Lord. Enemy, my flesh will murder my soul by striking with evil deaths. I have not assembled Abel in his... Ja, ja, ein Gebet halt. Oh Jesus. Ist halt ein Gebet. Weiß nicht. Ist jetzt ein bisschen schwer zu übersetzen, so Gebete. Schwierig, schwierig. Ah. Oh. Ah. Strange. Seltsam. Können wir da runter? Nein? Strange. Alles klar. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Dieses Spiel ist auch strange. Can you hear me? What the hell happened here? Listen, can you hear me? Have you seen a young girl near the cemetery? They have slaughtered us. We must sink that cursed battle cruiser. What? Listen, I can't... There's a terminal down there that will remotely control this tank. Go and activate it. I cannot get involved in this. Listen, you selfish idiot. That girl is probably dead if she was caught in the crossfire. But something far more terrible is afoot. A demented maniac is on a rampage of slaughtering innocent people. If you sink the cruiser, we may all still have a chance to live. Do something good while there's still time. Okay. Also wir sollen über dieses, da hinten im Bunker, über die Konsole, sollen wir jetzt dieses Schlachtschiff versenken. Weil etwas Böses hier vor sich geht und... Das Mädchen, das wir suchen, also unsere Schwester, ist wahrscheinlich schon tot, weil sie ins Kreuzfeuer geraten ist. Mehr hast du nicht zu sagen? Dabei. Gut. Mal sehen, wir jetzt da runter können. Wir haben ja alles aufgesammelt soweit. Aber ich kenn's ja noch von der Demo. Ihr vielleicht auch noch. So, was brauchen wir? Ah ja. Okay. Is anyone there? Alles zusammen. It's me, the soldier on the beach. Right. I'm down in some shelter. Good job. Seems you still have a heart. Bastards. They told us we were coming here to free the monks. But when we got here, they ordered us to kill them all. How could we? But there isn't much time left. See that terminal beside you? Controls the tank you've seen on the beach. I see it. There must be a way to connect to the tank. There's a password somewhere. One of the dead soldiers had it. Maybe he wrote it on one of his notes. When you find it, type it in the terminal and follow the instructions. I understand. But listen, why would anyone do such a thing? What? I can't hear you. They're probably listening to our conversation. Just hurry up. Okay. Also... Wie auch immer, können wir den Panzer mit diesem Terminal bedienen und sollen das Schiff versenken? I don't want to carry it around without a reason. Okay, er will das nicht rumschleppen ohne Grund. Ja, gucken wir mal. Remote Control. Press Tab. Oh, wie war es denn? Tab. Remote Control. Enter Command Line. Okay, wahrscheinlich diesen Code, den wir, wie war das noch? Wir müssen in den Documents gucken. Also entweder CRBR4 wahrscheinlich. Okay, versuchen wir es mal. Okay, oder Oktober.
Ort 23. Damn it. Ah, okay. Kein Benzin mehr. Kein Problem. Okay, die seltsamen Aufgaben haben sich nicht verändert hier. Oh, okay. Oh, ja. Right. Now, it's not a good idea to remain here in the open. Keine gute Idee, hier zu verweilen. Können wir das mitnehmen? Nein? Oh, okay. Okay, ich gehe ja schon. Schnell wieder in den Bunker. Okay. Jetzt das Passwort. Control. Destroy that damn cruiser! Is this even working? You're still alive. You've done it. The cruiser is sinking. Great job. Du hast es geschafft. Das Schlachtschiff sinkt. Gut gemacht. It must have been an hour since the explosion. I woke up and tried to find a way out. My knees were shaking. Outside, desolation filled the air. I wasn't sure anymore if that was snow around me or was it ashes. I managed to escape to my car, but Ludmila was nowhere to be found. Ja, ihr seht, also alles, this is legit war, das ist tatsächlich Krieg. Ihr seht, alles ein bisschen komisch. 20. Dezember. I barely made it home alive. 10 Uhr. My back hurts like hell. It is not true, all right? They are trying to lure you into believing this nonsensical conspiracy. They are fanatics. Who in their right mind would believe that in this day and age someone would want to exterminate a community of defenseless monks? Seriously, there is scientific proof that in the Kolyma region there are surges of methane gas leaking from the ground almost each year. The huge explosions were caused by the gas suddenly catching fire, not because of a military action. I know that some would like to believe that an Orwellian society is upon us, but that is simply not the truth. What the hell? So they're trying to cover it up? And I almost got myself killed out there. I'm not even sure if what I did was, after all, the right thing to do. And I have no idea how to find Ludmila, or if something happened to her. Okay, also gerade am Radio haben sie gesagt, Fernsehen, Radio. Bin heute durch. Im Fernsehen haben sie gesagt, dass das eine Verschwörungstheorie ist, dass es eine Militäraktion war und die Mönche töten wollen, sondern es ist einfach nur Gas, was aus der Erde ausgetreten ist und sich entzündet hat. Das ist die Wahrheit und wir wollen hier keine Orwellschen Überwachungsstaat hier installieren. Alles Lüge. Okay, was haben wir hier? It's an abnormal amount of pills. Eine unnormale Menge an Tabletten. Oh, hier. Wieder ein Zettel. Mom ist gestorben. Ich bin jetzt schon seit einer Woche alleine. Ich fühle mich schrecklich. Ich werde niemals diese Nacht vergessen. Es fing alles an mit einem schrecklichen Geräusch aus dem Wandschrank. Ich war gerade im Badezimmer. Ich bin dorthin gegangen und das Licht flackerte. Die Glühbirne flackerte. Ich habe sie gesehen. Oder im Licht flackern der Glühbirne habe ich sie gesehen. Sie schnappte nach Luft, ihr Gesicht war verzerrt in einer schrecklichen, mit einem schrecklichen Ausdruck. Mir schlotterten die Knochen. Ich habe angefangen zu schreien. Das war alles, was ich tun konnte. Warum zur Hölle habe ich nicht ein Messer geholt, um dieses verdammte Seil durchzuschneiden? Oh mein Gott. Selbst jetzt stehen mir noch die Haare im Nacken auf und auf meinem Kopf. Ich habe nach Hilfe geschrien, aber niemand hat geantwortet. Niemand. Ich war alleine bis zum Morgen. Erst dann habe ich geschafft, mich von der Angst zu erholen und habe ich angerufen. Dann die Polizei. Erst dann haben die Nachbarn ihre Köpfe durch die Fenster gestreckt, neugierig, um herauszufinden, was passiert ist. Aber eine Sache werde ich niemals vergessen. Die Tür des Apartments war weit offen diese Nacht. Es sieht vielleicht aus wie ein unwichtiges Detail. Jemand denkt vielleicht, dass
Oder vielleicht hat Mutter sie nur geöffnet. Aber ich habe ein düsteres Gefühl. Diese Nacht war der Teufel persönlich in unserem Haus. Ein Brief, dann ist das Ludmillas Zimmer hier, würde ich sagen. Oh, so schöne Puppen, du. Our mother always had something mysterious in her eyes. Unsere Mutter hatte immer etwas Mysteriöses in ihren Augen. Okay, Fernseher. My father built it. Mein Vater hat sie zusammengebaut. Oh, damn it. All these pills must have interfered with my sister's mental health. Okay, all diese Pillen müssen... Why do all the doors need to be locked in this house? Ah, das ist das Zimmer von Ludmilla. Ich muss hier, es ist noch ein Brief, den muss ich lesen, aber ich gehe erstmal ran. Ludmilla? No. This is Lazarus. I'm her brother. Mr. Lazarus, oh, thank God you answered. My name is Laura. I'm a journalist at the local newspaper. But don't worry, I didn't call to ask any uncomfortable questions. That's good to know. And why did you call? You see, I'm a friend of your sister's. We got close after your mother's death, but I haven't been able to get a hold of her for a while now. What do you mean? She hasn't been answering the phone. I came to her apartment the other day and found the entrance door open. I entered, but there was no sign of her. Only the living room was open. The rest of the apartment was locked up. Is she with you now? No. I talked to her on the phone a few hours ago. She said she was at the cemetery. What? That makes no sense. Why would she go to the cemetery at this hour? It's outside the city, plus the whole place was turned upside down by General Gotov. Listen, Mr. Lazarus, I'll drop by to discuss this right away. We need to find out what happened to her. Let's hope I can trust her. Oh, Kätzchen. Oh, die bewegt sich so gut. Die Animation ist echt super. Richtig cool. Die Katze sieht richtig, also sieht richtig echt aus, finde ich. Doch. Also, eine Reporterin hat uns angerufen und gemeint, dass sie im Kontakt mit unserer Schwester steht, dass sie ihr von der Tür erzählt hat. Und wir haben ja im Gegenzug erzählt, dass wir sie eigentlich, dass sie nicht da ist und dass wir sie eigentlich am Friedhof besuchen wollten. Das fand sie ein bisschen komisch, weil da ja die Aktion mit General Zotov war, die ja weiß jetzt anscheinend, dass das echt ist und keine Verschwörungstheorie, warum auch immer. Und wir müssen uns sofort treffen, um die Sache zu besprechen. Auch worüber sie und ihre Schwester, seine Schwester geredet haben anscheinend. So, hier ist aber noch ein Brief. Mein ganzes Leben war ich eine, was? Docile, keine Ahnung. Zurückhaltend oder sowas. Obedient and fearful person. Und eine ängstliche Person. Vielleicht ist es Zeit, eine Veränderung durchzuführen. Ich habe in dem Schatten meiner Mutter gelebt, für Jahre. Ich bin krank und müde. Einfach die Schnauze voll davon. Jede Diskussion, egal wie sinnlos sie war, führt zu meinem Vater. Manchmal setze ich mich hin und frage mich, ob sie komplett durchgedreht ist. Verdammt, ich bin so müde. Ich habe sie so satt. Ich bin so satt, zur Poststation geschickt zu werden und Briefe nach Monasteries zu schicken. Ich weiß nicht, was Monasteries ist. Ich muss dir mein Ende setzen von diesem kranken Verhalten. Oder ich werde noch verrückt, genau wie sie. Um ehrlich zu sein, ich würde auch meinen Vater gerne sehen. Ich stelle ihn mir als weisen Mönch vor, der diese Welt hinter sich gelassen hat. Und wer weiß, vielleicht hat er jetzt, ja, übermenschliche Kräfte oder sowas. Vielleicht ist er ein lebender Heiliger. Es klingt vielleicht naiv, aber ich glaube wirklich sehr stark daran. Selbst in diesen Tagen und diesem Zeitalter. Diese gemeine Welt kann immer noch Heilige hervorbringen. Ich habe Gerüchte von Vater Abraham gehört, dass mein Vater irgendwo in der Ukraine lebt. Ich habe auf seinen Rat gehört und habe das Geheimnis für mich behalten. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, was für ein Skandal meine Mutter machen würde. Vielleicht würde sie sogar dahin fahren wollen. Ich glaube ernsthaft, ich denke ernsthaft darüber nach, die benötigten Dokumente zu besorgen
und mich auf die Reise zu machen, um ihn zu suchen. Um ihn besser kennenzulernen. Um Frieden mit meiner turbulenten Kindheit zu machen. Wer weiß. Vielleicht werde ich am Ende sogar fähig sein, uns vier wieder zu vereinen und ein Ende dieser verrückten Geschichte herbeizuführen. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Okay. Alles dreht sich um den Vater. So, einmal nochmal Katze streicheln. You don't seem to care that much about all this, do you? Kümmer dich einen Scheiß hier, Katze, ne? Gut. Wir müssen uns... Oh Gott, das sieht ja nicht gut aus hier. Was zum Teufel? This damn door. Diese verdammte Tür! Open. Will einfach nicht aufgehen. Jetzt mit Anlauf. Ob das so gut ist? Oh, fuck. Hat mal jemand Insektenspray? Where are those things coming from? Wo kommen diese Dinger her? I'm stuck in this place. Verdammt, ich hänge fest. Leute, mein Rücken tut so weh. Ich bin gerade mit dem Rücken an so eine Kinderwerkbank geknallt, als ich mein Kind ins Bett gebracht habe. Also so eine Werkbank. So. Eine Werkbank halt für Kinder zum Spielen. Holy shit! Was machst du in meinem Klavierzimmer? Ludmilla? Ach, du bist Ludmilla. Oh Gott. I was afraid I lost you. Help! Help! Lazarus, help! Stay calm. We need to get to the closest. No! God! What on earth is that? What the devil? Oh my God! Stay back. Just look away. Oh! Leichen im Keller! Oh my God! Was zum Teufel? Oh mein Gott. Sieh nicht hin. Das ist Ludmilla, unsere Schwester. Warum hast du Kerzen in der Hand? Oh mein Gott. Deswegen waren die Nachbarn so laut. Da ist ein Video. Ich muss mal gucken. Aha. Dieses Ding hat die ja verzehrt. Oh, was haben wir hier? This is all covered in blood. Das ist alles blutüberzogen. Ah, eine Pizza. Geil. Nice. Was zu essen. Ihr braucht die ja nicht mehr, oder? The corpses seem fresh. They must have died not long ago. This is deeply disturbing. What could have caused such an amount of blood? What the hell? Oh my God! What is that? Fuck! This is getting out of control. Go and call the police. Die Leichen sind noch frisch. Sie müssen jetzt kürzlich gestorben sein. Ruf die Polizei. Können wir nicht den Hammer nehmen und es totschlagen? Ich hätte das gerne. Ich will immer noch die Pizza. Die ist unangerührt. Play when ready. I don't have a tape. Okay, ich habe kein Videotape. Okay. Wir sind fertig, das Equipment in ihrem... Ja, wir sind letzte Woche fertig geworden, das Equipment in ihrem Apartment zu installieren. Unser Sohn, Zivko, hat mir dabei geholfen, das Mädchen aufzuspüren. Ich würde nicht sagen, dass irgendwas Besonderes an ihnen sind. Ihr Leben ist ziemlich langweilig, aber wie auch immer, wir werden einen wöchentlichen Report abliefern. Wir haben die Ehre... so einen großen Dienst an unserem Land zu haben. Und wir schwören, dass wir ein Auge auf jede verdächtige Aktivität werfen, die erscheinen mag. Was? Da wir auch noch ein illegales Geschäft in der Erwachsenenfilmindustrie haben, ist jetzt ein weiterer Beweis, dass, hostile people, keine Ahnung.
dass einige Leute niemals wollten, dass wir von Rumänien nach Serbien gezogen sind. Unsere Aufnahmen sind sauber und wir können nichts verstecken. Wir brauchen nichts zu verstecken. Wir beweisen unsere unsterbliche Loyalität der Partei und dem neuen Regime. Und wir sind willig, dafür zu bezahlen, von einem neuen Gehalt unser Überwachungsequipment zu bezahlen, das in dem ganzen Apartmentgebäude aufgebaut ist. Einfach nur, um es einfacher für den Dienst macht, die neuen Gesetze auszuführen. Bla bla bla. Die Partei kann zur Hölle gehen. Unten drunter sehe ich einige Schimpfwörter und Kaffeeflecken. Es ist sicher, dass sie damit gerungen haben, diese ehrlichen Wörter herauszubringen. Okay, so eine Art Geständnis. Wahrscheinlich wurden sie zu einem Geständnis gezwungen. Oh, was ist das denn alles hier? Food Productions. Lecker Zeug. Ah, sieht lecker aus. Wie wüssten wir mal lebt hier, ne? Kekse, Waffeln, keine Ahnung. Okay. Können wir sonst noch was? Ein Hamsterkäfig. Ja. Hier endete die Demo übrigens. Das heißt, für mich ist das jetzt auch alles neu. Die Wohnung wird wahrscheinlich genauso aufgebaut sein wie unsere Wohnung. Oben drüber. Oh ja, ready. We inform you that our neighbors from above, Martha and her daughter Ludmila, are still pursuing hostile activity against the country. With the equipment you provided, we managed to extract information about their actions during the last 4 months. We are absolutely sure that the two of them donated an important sum of money to the Orthodox parish, led by Father Abraham, for the construction of the new cathedral. Also, we inform you that in the intercepted telephone calls, Martha had discussions with the priest in which she denigrated the Romanian state and the new political regime. We suggest that drastic measures be taken immediately on these enemies of the state. Ah, okay. Also sie wurden überwacht, weil sie angeblich Verräter sind, weil sie Geld an die Kirche gespendet haben. Diesen Vater Abraham. Und das gefällt denen überhaupt nicht. Also anscheinend haben die was gegen die Kirche hier. Ah. What the hell is this? Was zum Teufel ist das? Ein Weihnachtsbaum. Nein, das ist unsere Wohnung. Okay. Hundefutter. Haben Sie einen Hund? Okay. Ah. Party with Ramona. Erwachsenenfilmchen. Feigling. Ah, sehr schön. Sollen wir das angucken? Ich denke schon. Wenn es zu schlüpfrig ist, muss ich es wahrscheinlich zensieren. Da bin ich vorsichtig geworden. Falls ihr euch fragt, wo die ganzen Lust for Darkness, Lust from Beyond Sachen sind, ich habe da einen Strike für gekriegt. Vor ein paar Monaten. Oder letztes Jahr. Anfang des Jahres. Angeblich wegen sexueller Inhalte. Dabei war ja alles zensiert und so, ne? Das war quasi nur erwähnt. Deswegen, ja, müssen wir aufpassen mit solchen Dingen. So. Achso, hier? Ich habe da jetzt ein Video. Ich habe no items in inventory. Oh, es ist ein Collectible gewesen. Was? Ich war verknallt in dieses Mädchen, als ich ein Kind war. Damals, als ich ein dummer Teenager war, war dieses Mädchen, Ramona, ein Jahr älter als ich, die mit uns abgehangen hat. Sie war die erste von einer anderen Gruppe, die in die Pubertät kam. Wir Jungs haben angefangen, Spaß darüber zu machen, wie sie einen BH tragen würde. Aber eines Tages, als wir selber größer wurden, haben wir angefangen, wie heiß sie eigentlich ist.
Und ja, wie toll Brüste sind, wenn sie springen und sie rumgerannt ist. Wow. Unvermeidlicherweise haben wir angefangen, uns Geschichten über sie auszudenken. Wie sie mit älteren Jungs rummacht. Selbst ausgedachte Abenteuer haben wir uns ausgedacht, mit ihr ausgedacht. Die hat sich langsam von der Gruppe abgekapselt und ist zu der Person aufgewachsen oder geworden, ja, die wir quasi aus ihr gemacht haben. Ihre Art des Redens, wie sie sich angezogen hat und wie sie sich verhalten hat, hat sich geändert. Was? She didn't give any of the boys? Also, sie hat keinen der Jungs aus unserer Gruppe Zeit des Tages gegeben. Also, sie hat sich mit denen nicht mehr aufgehalten. Und deswegen wollten wir uns noch mehr mit ihr aufhalten oder beschäftigen. Eines Tages, nicht lange bevor ich zu Hause verlassen habe, habe ich sie in einer dieser dunklen Gegenden in der Nähe unseres Blocks getroffen, oder Straßen unseres Blocks. Es war spät und es war kein anderer in Sicht. Ich habe sie von hinten gegriffen. Sie hat sich umgedreht und hat versucht, mich zu hauen oder zu schlagen. Aber ich habe ihre Hand aufgefangen und habe sie in den Zaun gedrückt. Ich habe sie gegen ihren Willen geküsst. Sie hat versucht, sich zu wehren, aber dann aufgehört. Stattdessen hat sie mir gesagt, hat sie mir mit Ekel gesagt, dass ich keine Idee habe, was ich hier tue und dass ich wie ein kleiner Junge küsse und nicht wie die Männer, die sie schon vor mir hatte. Es hat mich gestört, aber ich hatte das Gefühl, dass hinter ihrer Maske der Selbstsicherheit Angst hatte. Ich bin zurück. Ich habe sie losgelassen und bin dann gegangen. Sie hat niemals wieder mit mir geredet nach dieser Sache. Sie wurde niemals wieder von irgendjemandem erwähnt. Und ich habe sie immer vermieden. Ich habe mich wie ein Stück Scheiße benommen und sie wusste es. Ich war viel zu feige, zuzugeben, was ich getan habe. Okay. Ja, nicht so schön. Nicht so schön, Lazarus. Also das Video können wir nicht gucken. Gut, gut. Was können wir denn nochmal? Ludmilla? Ludmilla! I should look around for some clues to what happened here. Ach so. Ich soll noch Hinweise suchen, was hier wohl passiert sein könnte. Okay. Das haben wir gesehen. I don't have a tape. Ich habe kein Tape. Okay, vielleicht finden wir das noch. Warte mal, wir können bestimmt... Das können wir immer noch nicht nehmen. Gibt es hier vielleicht noch... Don't have a tape. Dogfood. Also so viel zu finden gibt es doch hier eigentlich gar nicht mehr, oder? Oh. Ich wollte mich ducken, um dann vielleicht noch mehr zu sehen. Hm? Oh, hier. Okay. Magnetband aufgenommen. Können wir sonst noch was nehmen? Ja, das können wir noch nicht nehmen. Brauchen wir bestimmt später. Hören wir uns erstmal das Magnetband an. In the coming years, this industry will explode. But it is not enough just to film boring and predictable scenes with actors paid with a lot of money. We must innovate. We must be the pioneers of a new type of art. An obscene and scandalous form of art. Secretly filmed. Conditioning the so-called actors. Confused. Let me explain. What do we produce? Erotic movies. Who are the actors? Simple people. We have no idea of our intentions. How much do we pay them? Almost nothing. We just promise them various papers. How do we film? This is where things get interesting. We secretly videotape them.
Our most successful production is the one with our neighbor from above, whom we've been spying on for a while now. Oh, she's so naive. Poor little Miuma. She had no idea what she was getting herself involved in. We had placed surveillance throughout her apartment. I must admit that she was one of the best girls I have ever worked with. So full of surprises. So desperate to get what she wants. Who knows? Perhaps I'll even keep my word and give her what I've promised. Or not. Okay, also... Kommen wir gleich. Um das nochmal zu übersetzen, scheinbar drehen sie Erotikfilme und müssen jetzt eine neue Art der Filme machen, indem sie Überwachungskameras in der Nachbarwohnung platziert haben. Und Ludmilla wusste aber irgendwie davon, weil er hat ihr Versprechung gemacht. Aber es ist trotzdem der beste Film, den sie je verkauft haben. Und vielleicht gibt er ihr, was sie wollte. Sehr, sehr, sehr abgedrehte Story irgendwie. Ludmilla, was ist los? Hallo? Oh, ich bin wieder oben. Aha. Okay. Oh, da komme ich nicht weiter. Ludi? Ludmilla, are you in there? Listen, you're not safe. It doesn't matter anymore. Why do you care? You've been away for years. Just open the door. Ludmilla, we have to leave. Leave me alone. God damn you, crazy girl. Okay, Ludmilla hat sich mal ins Zimmer eingeschlossen. If you don't come out, I'll break down the door. Careful, Mr. Lazarus. My friends from the police department know I'm here. You don't want to do anything stupid. This is crazy. Who the hell are you and how did you get in? Language, Mr. Lazarus. We talked on the phone. Die Reporterin. Now, open the door and show us all what you've done. Was? No. No. This is not possible. I just talked to her a few moments ago. No. No. Okay. Da lag ein Videotape neben dir. You, didn't you? Yes. But for the moment, let's keep our minds clear and examine the situation. I met Ludmilla a while ago when I offered to do some investigations on Martha's death. I reported on her suicide, but there were some things that didn't add up. Okay. Wo ist sie denn? Ach da. Oh. Okay. Hello? Good evening. This is Father Abraham Marcus. May I speak to Miss Ludmilla? I'm her brother, Lazarus. Unfortunately, Ludmilla is... tot. She's dead, Father. God have mercy. I've had this feeling of uneasiness ever since your mother passed away. We need to talk in person. Phones are not safe anymore. I'll come by the apartment. Okay, that's thank you for being here, Father. What a hideous murder. As much as I hate it, I must confess to you that this place bears deep and old wounds. I've known your family for years, and I've learnt a lot of things in time, but most of them were told to me during confession. As a priest, I took an oath not to divulge such secrets. It's fine. Your presence here brings us a bit of comfort, and that's enough for now. Take your time and gather your thoughts, Mr. Lazarus. In the meantime, I'll read some prayers for the departed. Okay, also, der Pfaff ist jetzt auch noch da. Wir haben ihm gesagt, dass Ludmilla tot ist. Und er kennt halt viele Geheimnisse aus der Beichte und hat sich das irgendwie schon gedacht oder so. Wir müssen jetzt erstmal unsere Gedanken sammeln. Und in der Zeit liest er ein paar Gebete. Ich verstehe das alles nicht mit der... mit der Reporterin. Scheinbar haben wir jetzt unsere Schwester umgebracht. Sie scheint es ja irgendwie erwischt zu haben, quasi. Will aber auch unsere Geschichte hören, was passiert ist. Oder was hier vorgefallen ist. Ist alles ein bisschen komisch, so, ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Break und in der nächsten Folge spielen wir dieses seltsame Spiel weiter, das doch irgendwie ganz interessant ist, finde ich. Man will ja doch wissen, wie es weitergeht, aber es ist schon ein bisschen abgefahren irgendwie. Bisschen komisch. Und ja, das Videotape im Badezimmer wollen wir uns ja auch noch angucken. Also dann hoffe ich, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.